Heute Teil 2 dieser sehr besonderen Woche. Und vielleicht geht die erste Frage einfach mal offen in die Runde. Wir hatten gestern einen Kollegen von Ihnen hier aus Bayern, der sagte, es ist zum Verzweifeln, weil ich wollte Politik machen, ich wollte in die Politik gehen, um Dinge zu gestalten. Ich wollte den Tourismus weiterentwickeln, ich will die Zukunft gestalten, Transformation, die Industrien der Zukunft ansiedeln. Aber ich komme zu nichts, weil es dreht sich alles nur noch um Flüchtlinge und Migration. Sie nicken. Ja, letztendlich haben wir in den letzten Jahren Krise an Krise. Wir hatten auch noch die Corona-Krise dazwischen. Mhm. Das heißt, wir kommen kaum noch aus dem Krisenmodus heraus als Land. Und wir als Landkreise sind die, die vor Ort sowohl die Corona-Krise übrigens, wie aber jetzt auch die Flüchtlingskrise vor allem organisieren müssen. Wir sind Sozialbehörden und sind damit sehr belastet und überlastet. Und gerade vor 3 Tagen, als ich das letzte Mal mit Ihrer Mitarbeiterin gesprochen hatte, waren zuvor Mitarbeiter aus dem Ausländeramt bei mir, die haben geweint. Die haben geweint, weil sie mir gesagt Ihre haben... Ihre eigenen Leute? Meine Mitarbeiter haben geweint, weil sie gesagt haben, sie kommen mit dieser Überlastungssituation, mit der dauerhaften Überlastungssituation nicht zurecht. Und wir brauchen mehr Leute, die bei uns arbeiten, die finde ich nicht. Das heißt, diese dauerhafte Überlastung, die dauerhafte Krise und der dauerhaft fehlende Gestaltungsspielraum darüber hinaus ist demotivierend. Ja. Erleben Sie das auch so, ganz offen in die Runde gefragt? Na, ich würde widersprechen. Es geht natürlich darum, dass das politische Thema sind die Geflüchteten, das ist richtig. Darüber wird sehr viel gesprochen. Je mehr das thematisiert wird, desto mehr beschäftigt es auch die Menschen. Und es wird auch als Problem empfunden. Aber wir können sehr viel gestalten. Und das ist auch unsere Aufgabe, meiner Meinung nach. Wenn Sie sagen, wenn es thematisiert wird, Sie meinen, es wird besser, wenn wir nicht darüber reden? Nein, aber es ist die Frage, wie wir darüber reden. Wie sollten wir darüber reden? Wie können wir die Situation lösen? Was ist unsere Chance in der Situation, wenn Menschen zu uns kommen, bei uns arbeiten wollen? Wir brauchen Arbeitskräfte. Aber was ist die Chance in einer Situation? Sie schütteln schon mit dem Kopf. Ja, ich will da widersprechen. Ich glaube, wir sollten anfangen bei der Flüchtlingssituation zwischen der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, bei dem wir Fachkräfte brauchen, die brauchen wir unbedingt und dringend, und der humanitären Zuwanderung zu unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Asylpolitik und klassische Einwanderung. Genau, weil die einen, die zu mir kommen, das ist oft ein sehr weiter Weg zur Migration. Für die brauche ich wirklich Ressourcen. Das ist auch wichtig. Die Menschen zu integrieren, die zu mir kommen. Das dauert Jahre. Und damit löse ich die Fachkräfteproblematik nicht. Da müssen wir komplett anders denken als Staat. Beides zusammenzuwerfen ist, finde ich, ein nicht richtiges Vermengen von Problemlage und Situation. Es ist im rechtlichen Staat ist es natürlich etwas Unterschiedliches, aber die Menschen brauchen Arbeit, und um sich zu integrieren, brauchen sie noch mal mehr Arbeit. Das heißt, der Weg der Bundesregierung ist da durchaus richtig, die Menschen sehr viel schneller in Arbeit zu bringen und auch ihre Arbeitszeugnisse anzuerkennen. Das ist meine Meinung, und von daher, es geht darum, Lösungen, wie wir auch in dieser Situation vorankommen. Das finde ich wichtig. Herr Bausermann, wie schauen Sie da drauf? Ich sehe es ähnlich wie der Kollege Landrat. Das ist, Migration ist derzeit das politisch bestimmende Thema im Land. Vielleicht in Ostdeutschland noch viel mehr. Wenn ich draußen mit den Menschen rede, ist Migration ein Top-Thema. Dieser furchtbare Krieg in Osteuropa und Inflation. Das sind so die Themen, die derzeit, glaube ich, alles überstrahlen. Also im negativen Sinne überstrahlen. Und das beschäftigt die Leute. Und ich sehe die Situation ähnlich wie der Kollege Landrat. Wir haben die letzten, seit 2015, die letzten 8, 9 Jahre in Größenordnung Menschen aufgenommen. Also in Erfurt leben mittlerweile 11.000 Menschen, die in den letzten Jahren mal als Geflüchtete zu uns kamen, unterschiedlicher Status. Und wir haben das lange Jahre richtig gut gemacht. Ja, wir haben die Leute unterbekommen, erst in Gemeinschaftsunterkünften, später in Wohnungen. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr funktioniert, weil schlichtweg in vielen Städten... Sie haben keine Wohnungen mehr, ne? Die Wohnungen sind de facto fast alle belegt. Also wir schwanken so um das 1% Wohnungsleerstand, manchmal ein bisschen mehr. Das ist nah an der Grenze zur Wohnungsnot. Was die Sache jetzt in Erfurt noch komplizierter macht, ist, dass wir mal Wohnungen abgerissen haben. Also wir hatten vor 20, 25 Jahren verheerende Bevölkerungsprognosen. Die schlimmste Prognose sagte Erfurt im Jahr 2035 152.000 Einwohner.
Wir liegen jetzt bei weit über 216.000 und es geht weiter aufwärts. Warum ist die so nicht eingetroffen? Wegen der Zuwanderung? Nicht nur. Das Schwierige an Prognosen liegt halt daran begründet, dass sie in Zukunft gerichtet sind. Also die Migration hat dieses Problem in Anführungsstrichen noch verschärft. Wir haben aber auch starke Binnenzuwanderung gehabt. Menschen aus allen Teilen Thüringens. Thüringen ist wirklich ein sehr... Das Bundesland insgesamt verliert deutlich Einwohner in den nächsten Jahren, aber Erfurt, Jena, Weimar, das sind Städte, die mindestens stabil sind oder deutlich zulegen. Und dann hängt ja einiges dran. Man braucht Wohnungen, man braucht Schulen und vieles mehr. Dann ist das Land wieder verantwortlich für die Lehrer. Da gibt es einiges zu tun. Letzter Satz noch, die Ausländerbehörde, das kann ich auch bestätigen. Ich bin jetzt seit 18 Jahren OB. Als ich angefangen habe, hatten wir in Erfurt einen Ausländeranteil von unter 3%. Also, wann war das? 2006. 2006. Das war bis 2015 so. Wir liegen jetzt bei knapp 13%. Da werden die meisten Kollegen im Westdeutschland sagen, in Köln und in Frankfurt ist ja immer noch lächerlich, 13%. Aber daran merkt man eben, dass sich da die letzten Jahre was vollzogen hat. Und vor 10 Jahren hatten wir in der Ausländerbehörde 7 Mitarbeiter. Jetzt habe ich dort 52 und meine Org-Abteilung sagt, es müssten aber 92 sein. Und ich finde kein Personal mehr. Also wir schreiben Stellen aus, noch und nöcher, und die Leute sind nicht mehr da. Auch eine völlig neue Situation in Ostdeutschland. Wir hatten bis vor 5, 6, 10 Jahren Massenarbeitslosigkeit, auf jede Stellenausschreibung 100 Bewerbungen, und das hat sich völlig ins Gegenteil verkehrt. Wie erleben Sie das, Frau Baum? Ja, bei uns ist das eigentlich noch immer ganz gut. Es hält sich noch halbwegs in der Waage. Aber natürlich haben wir auch das Problem, dass wir keinen Wohnraum mehr haben. Wir haben ja eine Genossenschaft gegründet vor Ort. Die Stadt hat sich daran beteiligt, der Kreis. Wir haben das Grundstück eingebracht und deswegen bauen wir sozusagen wieder. Problematisch dabei ist allerdings die Akzeptanz in der Bevölkerung, um einen Bauplatz zu finden. Das ist ganz schwierig, weil meistens entstehen dann Bürgerinitiativen, die das nicht möchten. Und wir haben uns dann mit den Parteien, also eben parteiübergreifend, darauf geeinigt, welchen Bauplatz wir dann überhaupt nehmen. In puncto, also ich stimme beiden ein bisschen zu. Ich glaube, dass unsere Chance für die Menschen, die zu uns kommen, wenn wir sie gut ausbilden, dann sind sie die Chance für Deutschland. Vor allen Dingen die Kinder. Nur da müssten wir ins Schulsystem investieren. Wir müssten kleine Klassen haben. Wir müssten Kitas wieder haben. Ja. Dieses System ist bei uns komplett zurzeit überfordert. Und das ist das, was die Bevölkerung einfach so nicht mehr, ich sag mal, mitträgt. Bei uns, die Leute wollen den Menschen helfen, weil wir kennen auch viele, viele Schicksale dort. Und auf der anderen Seite siehst du halt eben, dass dein Kind auf einmal mit 33 Kindern in der Klasse sitzt, dass es keinen Kindergartenplatz mehr bekommt, dass die Mutter mit dem Alleinerziehenden, also Mutter, die alleinerziehende Mutter, keinen Wohnraum mehr bekommt. Die Oma kriegt keinen Wohnraum. Und das alles müssen wir in den Kommunen aufgreifen und müssen es fassen. Also ich habe ja bei mir rausgegeben, kein Kind kommt in die Turnhalle. Und meine Caster haben das geschafft. Nur es kommen immer mehr. Also die Prognose nächstes Jahr. Wo bringen Sie die Leute dann unter? Wie machen Sie das? Ja, manchmal hat man ja auch ein bisschen Glück. Ne? Wir haben halt eben Gebäude angemietet. Wir haben in der zweiten Krise bei Ukraine-Krieg, haben wir ganz viele Wohnungen angemietet als Stadt. Das hat uns unheimlich geholfen. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Wir haben eine neue Gesamtschule gebaut. Und die alte Gesamtschule haben wir in eine Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Okay. Da habe ich 3 Monate, um mal diesen bürokratischen Wahnsinn auch durchzuziehen, habe ich in der Baubesprechung gesessen und habe gesagt, ich will doch nur den Klassenraum nehmen. Da waren gestern noch Kinder, warum kann ich da keine Schüler drin unterbringen? Und keine Flüchtlinge. Die Schüler waren ja noch da gewesen. Also es war unglaublich, was für bürokratische Hürden da noch angekommen sind, die wir lösen mussten. Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Klar fehlen Wohnungen. Das Problem liegt aber doch nicht in den Geflüchteten. Wenn ich jetzt mal auf Pankow gucke, 1,38% Geflüchtete auf die Gesamtbevölkerung. Das sind die 16% in Berlin. 1,38%, die verursachen nicht das Wohnungsproblem, sondern die Situation kommt dadurch zustande, dass die Menschen vermehrt in den Städten wohnen wollen. Und dadurch ballt es sich und haben wir ein Problem, dort den Wohnraum zu schaffen, den wir brauchen, während es sich auf dem Plattenland sozusagen nicht so das Problem entwickelt. Also ich muss dem würde ich widersprechen, weil ich meine, ich wohne ja jetzt auf dem Land neben Düsseldorf und wir haben... Karst ist hallo, großstädtisch. Ja, Stadt Düsseldorf, da kommen wir ja später zu. Wichtige Stadt, wenn man sich überlegt, was sich alles drumherum angesiedelt hat. Düsseldorf, Köln. Ist richtig, aber trotzdem sind wir halt eben schon viel ländlicher. Und die Ukrainer zum Beispiel wollten alle nach Düsseldorf, weil sie das kannten. Mhm. Und wir haben inzwischen festgestellt, dass sie bei uns eigentlich viel besser aufgrund der Kleinigkeit untergebracht sind. Mhm. Aber wir haben keinen Platz mehr. Ich habe kein Land mehr, wo ich bauen kann.
Herr Engler, um das Thema noch mal aufzunehmen, wenn ich die Zuwanderung als Chance begreifen möchte für unsere Gesellschaft, für den Arbeitsmarkt, für unsere Zukunft, dann muss ich die Menschen integrieren können, und zwar mit den Ressourcen, die ich habe. Und deswegen stellen die Ressourcen, die ich habe, um zu integrieren, um die Menschen unterzubringen, um sie am Ende außerhalb von Flüchtlingsunterkünften wohnen zu lassen, stellen diese Ressourcen die faktische Obergrenze dessen dar, genau, was wir machen das können. Das ist die faktische Obergrenze. Und so Obergrenze, ehrlich muss genau man sein. Wir können nur so viele Menschen in unserem Land leben lassen, wie wir integrieren können mit den Ressourcen an Fachkräften, an Lehrern, an Kindergärten, an Strukturen, die wir haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, natürlich hat sich durch die Situation mit der Flucht die Wohnraumsituation auch verschärft. Sie haben mich ja zitiert. Vor 2 Jahren sind so viele Menschen zu uns gekommen, wie in unserer drittkleinsten Kommune leben. Das heißt, für diese Menschen müsste ich die kompletten Strukturen schaffen, denn in Gemeinschaftsunterkünften integriert sich nicht. Das heißt, die müssen in Wohnungen leben, die müssen unter anderen Menschen leben und nicht in einer Zeltstadt oder in einem Containerdorf. Und diesen Raum haben wir gar nicht. Es ist eine eng besiedelte Region, in der sowieso Wohnungsnot herrscht. Die war schon davor da. Also sie verschärft sich. Und in dieser Wohnraumsituation kann ich nicht mehr integrieren. Das heißt, wir müssen über Grenzen reden. Denn Personalressourcen, die kann ich auch durch mehr Geld nicht schaffen. Durch mehr Geld schaffe ich keine Facharbeiter im Sozialamt, im Ausländeramt, keine Kindergärtnerin und keine Lehrerin. Die backe ich mir durch Geld nicht. Und das ist für mich ein Teil der Ehrlichkeit im Umgang mit dieser ganzen Frage. Herr Bausewan? Ich glaube nicht, dass man bei Geflüchteten eine Obergrenze einziehen kann. Ja? Also wenn ich die festlege bei, ich weiß nicht was, 80.000, 90.000, 100.000, was mache ich da mit den 100.000 Ersten, der an der Grenze steht? Das lässt sich nicht machen. Aber was wir machen können, und da ist wirklich der Bund gefordert, die Verfahren müssen beschleunigt werden. Ja, also die Verfahren müssen beschleunigt werden. Und wenn man dann zum Erkenntnis kommt, der letzten Instanz, diejenige hat nicht das Recht, hier zu bleiben, weil die Gründe für Asyl nicht erfolgt sind, Dann geht es eben nicht. Dann müssen die Leute nach Hause. Das ist eben auch Rechtsstaatlichkeit. Es gibt Menschen, die haben ihre Ablehnung vor 8, 9, 10 Jahren bekommen und sind immer noch da. Also das ist, ich verstehe doch jeden Algerier, der nach Deutschland kommt und sagt, ich möchte mein Leben leben. Ja? Ich möchte Geld verdienen, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte auch Geld nach Hause schicken. Mister Mensch, ich will dich nachvollziehen. Wir würden das doch genauso machen, wenn wir in diesen Ländern geboren worden wären. Aber wir sind an einem Punkt, wo die meisten Kommunen nicht mehr in der Lage sind, das noch zu meistern. Ne? Weil man eben jahrelang komplett die Kommune machen lassen. Wenn Sie, Herr Bausewan, die Ansage kriegen, dass ich habe gelernt in dieser Woche, das geht ja dann sehr spontan, kommt die Ansage, so jetzt kommen so und so viele Menschen, Sie nicken alle. Ja, und eine E-Mail ist das. Nächsten Montag kommen so und so viele Menschen, bringen Sie sie unter, Punkt. Eine E-Mail. Die Zuweisung bei uns in NRW ist über die Bezirksregierung. Die E-Mail kommt, da steht drin, wer kommt. Und dann kannst du erst mal anfangen zu trainieren, wen du unterbringen musst. Sind es nur Männer, sind es Ehepaare, sind es Familien? Wo bringe ich sie unter? Also es ist, erfahren Sie dann, wer da kommt? Wir erfahren, wer da kommt. Also Sie ja, wissen, was steht richtig da drin in so einer E-Mail? Da steht ein Name, ein Geburtsdatum, weiblich, männlich. Und das war es eigentlich. Herkunftsland und dann kann ich da, oder wie bitte? Herkunftsland? Herkunftsland steht da auch drin. Deswegen, da gucken wir ja auch, zumindest bei uns in Kars noch ein bisschen nach, wen wir miteinander unterbringen, weil die Kulturen ja doch sehr unterschiedlich sind. Also wenn ich zum Beispiel die Turnhalle hinter Ihnen sehe, dann passe ich schon ein bisschen auf, wen ich da zusammen unterbringe. Heißt? Ja, wir sortieren ein bisschen, wir gucken. Wie? Also wir haben zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Männer kommen alle in eine Unterkunft. Die Familien kommen in eine andere Unterkunft. Wir gucken manchmal auch, ob wir, ich sage jetzt mal, Ukrainer oder Syrer zusammentun. Weil die Kulturen sind auch nicht ganz einfach. Und wenn man auf so einem engen Raum miteinander wohnt. Also ne, ich lade jeden gerne mal ein. Wir haben, glaube ich, noch eine Turnhalle, die bei uns gerade noch leer steht, weil ich sie dem Sport zurückgeben will, okay, was uns ja auch fehlt. Ne? Mhm. Unsere Sportvereine, unsere Kinder machen keinen Sport. Deswegen, mal abgesehen davon, dass man in der Turnhalle nicht groß werden soll, was mein Credo ist, ist es halt eben so, dass wir solche Unterkünfte, wie ich jetzt gerade hier im Bild sehe, eigentlich gar nicht bereitstellen wollen. Ich habe Turnhallen bereitgestellt nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Da mussten wir schnell reagieren. Also im Nachhinein gibt es ja viele Menschen, die sagen, sie wussten ganz genau, was da passiert in der Ukraine. Genau. Ich gebe ganz offen zu, ich wusste das eine Woche vorher noch nicht. Und dann wusste man, die Flüchtlinge kommen, die mussten untergebracht werden. Und wir haben in Erfurt 7 Turnhallen bereitgestellt.
Das hat stellenweise anderthalb Jahre gedauert, bis wir sie wieder für den Schulsport und Vereinssport freigeben konnten. Und ich habe eine Lehre daraus gezogen, ich mache das nie wieder. Also wir müssen die. Warum nicht? Weil es auch zu einem gewaltigen sozialen Unfrieden in der Gesellschaft geführt hat. Ja, Sie können das mal für 3-4 Monate erklären, dass vielleicht ein Turner nicht zu nutzen ist. Sie können das für anderthalb Jahre oder noch länger eher nicht erklären. Da fällt Schulsport weg, da fällt Vereinssport weg. Also das ist auch ein Thema in der Bevölkerung. Und deswegen muss man die Leute anders unterbringen. Bei uns läuft das ganz ähnlich, mit E-Mails, meistens noch mit Telefonaten unterstützt. Allerdings können wir seit Monaten nicht mehr aufnehmen. Was heißt das? Sie schreiben dann zurück und sagen, sorry, geht nicht? Es geht nicht mehr. Geht mal 5, 6 Leute zwischendurch, wenn es irgendwelche Umzugsbewegungen gibt. Aber ansonsten können wir nicht aufnehmen. Und ich warte auf den Tag, wo dann wirklich der Bus ankommt. Und dann haben wir in Erfurt noch eine Option, Zelte aufstellen. Ja. Sehen Sie es mir nach, Frau Koch, aber wenn ich das jetzt so höre, dann bestätigt das ehrlich gesagt ein weiteres Mal dieses Gefühl, das ich schon seit Dienstag habe, schon seit gestern habe. Da geht unvorstellbar viel Energie nur noch in dieses Thema. Wie viele Stunden am Tag, in der Woche Ihrer Arbeitskraft, und Sie sagen, geht genau um dieses Thema, grob geschätzt? Also es vergeht kein Tag ohne, sagen wir es mal so. Und es kommt darauf an, wie die Wellen laufen. Also wenn viele kommen, also als die Ukrainer alle kamen, da haben wir, glaube ich, also zumindest ich kann sagen, dass ich durchgearbeitet habe, weil ich natürlich auch vor Ort als Bürgermeisterin einfach anfasse und mache und tue und sage, du machst das und machst das, und dann funktioniert das auch. Ja? So, jetzt haben wir mal wieder so eine leichte Entspannung. Aber ich habe ja gesagt, ich war jetzt gerade mal 3 Monate in so komischen Baubesprechungen drin, um auch da zu sagen, ist mir doch jetzt egal, ob die Wand da Geld kostet, die wird da jetzt eingebaut. So machen wir das, damit die Leute da untergebracht werden können. Also es kostet viel Zeit, aber ich will auch Zeit investieren für Menschen, die ich integrieren kann. Nee, das verstehe ich. Ich bin auch jemand, der Leute abschiebt, habe ich auch schon für gesorgt. Weil ich lasse mich nicht an der Nase rumführen von bestimmten Menschen. Aber ich glaube, dass wir jetzt sagen müssen, entweder wir tun da viel Geld rein. Und ich habe zum Beispiel vom Land habe ich 1 Million bekommen, um Unterkünfte zu bauen. 1 Million, das ist eine ganze Menge Geld. Aber davon kann ich noch nicht mal einen Flüchtlingscontainer für 80 Personen bauen. Kann ich nicht. Ich kann geschweige denn Wohnungen. Davon will ich gar nicht reden. Wie viel Geld bräuchten Sie, um Ihr Rathaus zu sanieren, damit es nicht mehr reinregnet? Also vielleicht so 20, 30 Millionen, der ganze Komplex sind 50 Millionen. Also ich investiere, bevor ich in das Rathaus komme, jede Schule bei mir dran. Also das Rathaus müssen wir machen. Wie groß ist der Sanierungsstau insgesamt bei Ihnen? Wie viel Geld bräuchten Sie, um Schulen, Rathaus, weiß ich nicht, kaputte Brücken, Straßen, alles, was da ist, wieder auf Vordermann zu bringen? Okay, ganz kurz, das hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ist in der Vergangenheit einfach nicht gepflegt wurde. Also die Instandhaltung ist nicht gemacht worden. Wir haben es mal geschätzt auf 350 Millionen. Wie viel? 350 Millionen. Okay, und haben Sie die? Nein. Wie viele Schulden haben Sie in Karst? Oh, mein Kämmerer ist nicht dabei. Das ungefähr? Kann ich nicht so beziffern. Also wir sind relativ, nee. Passt wissen Sie nicht gerade, oder wollen Sie nicht sagen? Nee, ich will es eigentlich nicht sagen. Also genau. Um das mit Zahlen zu machen. Dieses Jahr haben wir etwa 50 Millionen Euro Aufwendung für Flüchtlingspolitik. Aber wir haben tatsächlich... Sie bei sich? Wir bei uns. Aber wir haben tatsächlich ein Problem mit den Ausgaben beim Staat. Und das wollte ich mal zeigen, weil das ist das Thema Überforderung seit vielen Jahren. Wir haben im Augenblick 600 Millionen Euro Ausgaben als Landkreis. Wir hatten vor 10 Jahren etwa die Hälfte. Das heißt, die staatlichen Aufgaben, vor allem soziale Ausgaben, die steigen Jahr für Jahr. Und gerade jetzt, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, im Zusammenhang auch mit der Wirtschaftskrise und den daraus resultierenden Folgen, steigen die Sozialausgaben noch stärker an. Und diese sozialen Ausgaben... Und wir haben ein Problem mit einer deutlich älter werdenden Gesellschaft. Genau, und diese sozialen Ausgaben und die immer weniger Menschen, die perspektivisch die daraus resultierenden Verpflichtungen bedienen, die leben natürlich vor allem die Kommunen. Denn wir sind die, die vor Ort all das umsetzen müssen, den größten Teil der Investitionen schultern müssen, aber auch eben die ganzen sozialen Programme organisieren müssen, die Berlin und bei uns Wiesbaden, also die Landesregierungen und die Bundesregierung beschließen. Und das macht Kommunalpolitik so schwierig, dass es kaum noch Handlungsspielräume für die Menschen gibt, die vor Ort gewählt sind, die ganz oft sich ehrenamtlich engagieren, gerade in kleineren Kommunen sind ja alles Ehrenamtler, die das machen.
Beispiel? Naja. Ungarter zum Beispiel, also die offene Ganztagsschule, die ist jetzt gesetzlich vorgeschrieben demnächst. Das heißt, wir müssen die Plätze schaffen, aber bestellt ist es woanders. Genauso wie der U3-Ausbau, das ist alles, genau. Ne? Kindergarten ja, ab dem ersten Lebensjahr. Das ist alles auf die Kommunen übertragen worden und das müssen wir finanzieren. Und der Kollege aus Frankfurt-Oder war gestern hier. Ja. Und er sagte genau das. Ja. Ich muss sozusagen garantieren, dass ich irgendwie einen Kita-Platz habe. Mhm. Aber ich muss den Leuten dann immer öfter sagen, die vor mir stehen, sagen, du, pass auf, ich zahle hier Steuern in deiner schönen Stadt. Ich kann dir den Platz aber nicht garantieren. Wir bauen zurzeit zwei Kitas pro Jahr. Zwei. Für Karst, um diesen Rechtsanspruch hinzubekommen. Und finanziert, gegenfinanziert wird es eigentlich im Grunde nicht. Und das ist das, was ich mit gefühlten Staatsversagen meinte, dass in Berlin werden irgendwelche Dinge beschlossen und dann auch kommuniziert, das und das und das, das gibt's alles und das wollen wir in Berlin. Mhm. Und wir kriegen es vor Ort faktisch nicht mehr umgesetzt, weil die Ressourcen, vor allem die Personalressourcen auch am Ende nicht mehr da sind. Mhm. Und dann haben wir Bürger, die wissen, es gibt einen Rechtsanspruch auf dieses und jenes. De facto kann dieser Rechtsanspruch vor Ort aber nicht mehr erfüllt werden. Mhm. Und das ist ein Problem, das meiner Ansicht nach nur gelöst werden kann, wenn beginnend von der Berliner Ebene ehrlicher mit den tatsächlichen Ressourcen umgegangen wird. Wobei das aber, Entschuldigung, ganz kurz, das ist schon immer so. Ne? Also das ist schon immer so. Das trifft nicht die jetzige Regierung, das trifft die davor und davor und davor. Also das ist ein ganz langer Prozess, der sich dann langgezogen hat. Und normalerweise müsste man sagen, wer bestellt, bezahlt. Und das passiert nicht und schon immer, egal wer in der Regierung ist. Mhm. Ja, das kann ich unterstreichen. Wer bestellt, müsste bezahlen. Das ist definitiv der Fall. Ich könnte auch noch andere Beispiele bringen. Unterhaltsvorschuss. Sinnvoll, ja, dass man irgendwann vor 4, 5 Jahren gesagt hat, man zahlt nicht nur, wenn meistens der Vater als Zahler ausfällt, zahlt man eben, was früher so, dass man für 6 Jahre gezahlt hat im Alter von 1 bis 18 Jahren. Es ist geändert worden, dass man sagt, bis zum 18. Lebensjahr springen wir da komplett ein. Inhaltlich durchaus sinnvoll. Ja, was kann das Kind dafür, wenn der Vater nichts zahlen kann oder auch nichts zahlen will? Die Umsetzung, das Verdreifachung des Personals in dem Bereich, das lag komplett bei den Kommunen. Da gibt es viele, viele weitere Beispiele. Wirklich, machen Sie es mal konkreter, Basel. Wir haben heute die Chance, das mal zu verstehen. Bei uns waren das 12 VBE, eine VBE, 60.000, 65.000 Euro, also allein an der Stelle 750.000 im Jahr. Und so können Sie das aufsummieren. Also eine Personalstelle mit allen Nebenkosten. Und das ist, glaube ich, trifft auf die meisten Kommunen zu. Wir haben die letzten Jahrzehnte, auch unabhängig von der politischen Couleur, hat man durchaus die Infrastruktur auch auf Verschleiß gefahren, ne? um insgesamt die Haushalte rumzubekommen, weil wir einen Auftrag nach dem nächsten bekommen haben, aber eben nicht das Geld, diese Aufgaben, die wir bekommen haben, zu erfüllen. Und das ist wirklich mittlerweile ein Problem. Ne? Und ist auch ein Problem, dass wir, wenn es ums Bauen dann beispielsweise geht, Wenn Sie Wohnungen zum Beispiel, schönes Beispiel. Ja. Diesem Land, die Bundesregierung hat sich vorgenommen, ich glaube 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wir schaffen wohl dieses Jahr nicht die Hälfte. Wenn wir auf kommunalen Grund und Boden mit der städtischen Gesellschaft bauen, reden wir über eine Kaltmiete von 13 bis 15 Euro. Wenn der Boden noch dazugekauft werden muss, 18 Euro Quadratmeter. Das ist mal definitiv keine sozialverträgliche Miete. Also es gibt schon Menschen, die können das zahlen, aber viele können es auch nicht zahlen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man auch mal ansetzen muss. Wir haben die letzten 10 Jahre, also oder letzten 5 Jahre nach der Corona-Pandemie, da sind so viele Steuermittel für so viele Dinge ausgegeben worden, die ich auch in Teil gar nicht mal in Frage stelle. Aber ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, dass man ein paar Milliarden Paket auflegt, um den sozialen Wohnungsbau in diesem Land voranzubringen. Das müssen wir hinkriegen. Und selbst wenn das Programm morgen früh vorliegen sollte, das darf man ja nicht verkennen, bis die Häuser stehen, reden wir ja, selbst im optimalen Fall, wenn alles da ist, am Geld noch mal über 3, 4, 5 Jahre. Aber da muss man sich mal langsam auskäsen. Ja? Also die Zinsen sind hochgegangen, das Bauen ist teurer geworden. Ja, Bauen ist wahnsinnig teuer geworden. Hat das auch was mit dem Wust an Vorschriften, Bürokratie zu tun? Waren Sie das, der erzählt hat, dass wir mittlerweile Brücken bauen, die das 15-fache dessen tragen, was sie eigentlich müssen? Ja. Also die Standards in Deutschland sind definitiv extrem hoch. Und gerade aber ist das ernst gemeint, das mit den 15? Oder ja, 12- oder 15-fache müssen Sie tragen, was da ausgeschildert ist. Das ist ja auch wieder ein Sicherheitsfaktor. Das will ich jetzt gar nicht mal so in Frage stellen. Will ja auch keiner, dass eine Brücke einstürzt. Ne? Aber gucken Sie mal, Wohnungsbau ist ein schönes Beispiel. Wir haben die Standards bezüglich Dämmung und vieles, vieles mehr extrem hochgesetzt. Nachhaltigkeit ist was Wichtiges. Da haben wir auch jahrzehntelang nicht genau hingeschaut. Aber wir haben damit auch
insbesondere damit das Bauen auch extrem teuer gemacht. Und wenn ich weiß, dass wir in diesem Land im Jahr mindestens 400.000 neue Wohnungen brauchen und ich habe diese Standards, dann lässt sich es eigentlich nur mit einer massiven Förderung auflösen. Und die müsste kommen und die ist de facto nicht da. Also der Wohnungsbau bei uns in Erfurt, der hat jahrelang ganz gut funktioniert, der ist de facto zum Erliegen gekommen. Und das in einer Situation, wo der Druck von außen, dass die Leute reinziehen, immer größer wird. Ja, und Angebot und Nachfrage, was passiert? Ne? Wenn das Angebot nicht größer wird, die Nachfrage aber schon, dann gehen die Preise hoch. Und ich glaube, da kann man nicht einfach zuschauen. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass man das Thema in Berlin und auch in der Landesregierung mal aufgreift und sagen, müssen wir was tun.